Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Hat der DAX das Schlimmste überstanden? Der Trendcheck. Nach dem Allzeithoch bei 16.030,33 Punkten büßte der DAX zwischenzeitlich fast 8% auf 14.818,71 Punkte ein. Dieses Zwischentief erfolgte am 6. Oktober. Seitdem geht es wieder aufwärts. Inzwischen hat der deutsche Leitindex knapp 60% der Verluste wieder aufgeholt. Er bewegt sich nun dicht an der 50-Tage-Linie, allerdings weiterhin seitwärts. Sollte die Aufwärtsdynamik weiter zulegen, könnte ein Aufwärtstrend folgen. Zum Chart der Woche. Am 20. September schafft ein Unternehmen den Sprung in den MDAX, von dem man abseits der Börse bisher wenig gehört hat. Vantage Towers. Das Unternehmen ist ein führender Funkmastbetreiber in Europa und gehört zur Vodafone Group. Vantage Towers wurde erst 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Zum Portfolio des Konzerns gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems sowie Small Cells. Vantage Towers baut, betreibt und vermietet diese sogenannte passive Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber. Eigenen Angaben zufolge will der Konzern, der übrigens auch im TecDAX gelistet ist, die digitale Transformation in Europa vorantreiben und die Region weltweit als digital federführend etablieren. Das umfassende, geografisch breit angelegte Infrastrukturnetzwerk ermöglicht dies. Der Börsengang von Vantage Towers war der größte im Jahr 2021 in Frankfurt. Mutterkonzern Vodafone nahm mit dem IPO 2,3 Milliarden Euro ein. Das Börsendebüt erfolgte am 18. März mit einem Eröffnungskurs von 24,33 Euro. Seitdem ging es moderat aufwärts. Der höchste Wert wurde am 1. September erzielt, bei einem Tageshoch von 31,53 Euro. Aktuell liegt der Kurs bei ca. 29,50 Euro, also eine prozentuale Veränderung von knapp 21% im Vergleich zum Eröffnungskurs am ersten Handelstag. Aufgrund der noch jungen Aktie sind unsere üblichen Analyse-Tools noch nicht abrufbar, die 200-Tage-Linie beispielsweise. Die 50-Tage-Linie wurde jüngst nach oben durchbrochen. Der relative Stärke nach Levi-Wert liegt derzeit bei 1,05. Zu den Terminen. Die Berichtssaison kommt nun in Fahrt. Viele HDAX-Unternehmen stellen in der nächsten Woche ihre Quartalszahlen vor. Welche Unternehmen finden Sie in unserem Börsenbrief Goyax Weekly, wo Sie auch weitere Termine finden? Abonnieren Sie auch für weitere Informationen, Analysen und vieles mehr unsere Börsenbriefe Goyax Premium und Goyax Weekly. Besuchen Sie uns außerdem auf YouTube und Facebook. Bleiben Sie besonnen und gesund. Bis nächste Woche.